So, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Abenteuer wieder von Diana Chance auf Suche nach neuen Abenteuer. Hier ist euer Justus König, euer Captain America. Und heute bin ich unterwegs nach Bad Kissingen und besuchen Privates. Das ist Privates, deswegen kann ich heute auch nicht auf den Dschungeltreff gehen, denn Gimbisch heute ist. Gimbisch statt, heute mich Dschungeltreffen von, naja, das ist K, ein letztes, irgendwas, ja, ist schon das zweite oben schon und ja, Helfer beginnt für sowas. Und ich bin dann nach Bad Kissingen gefahren, habe ich auf die Karte von Google Maps in die Rote gegangen und habe ich gelesen, Ortnamen auf der Rote ist Poppenhausen. Dann habe ich gedacht, das ist auch ein cooler Ortname, noch vielleicht auch lustig, cool und lustig, schöner Ortname. Dann muss ich mal da durchfahren. Und ja, und der sitzt da, ist drauf Ortschild, grüß Gott in Poppenhausen. In Schweinfurt, im Kreis Schweinfurt. Im Umkreis Schweinfurt ist das. Und wir fahren einmal mit dem Auto durch, filmen das und wenn es euch auch Ort gefällt, könnt ihr auch mal vorbeikommen. Es ist im Umkreis Schweinfurt, Nähe von Bad Kissingen. Also Bad Kissingen ist es ungefähr noch 10 Kilometer entfernt, 11, 7. Ich war weit. Und ich habe hier sogar ein Bierfest am Glockenberg. Also Bierfest am Glockenberg. 29. Mai und 30. Mai. Bilder, könnt ihr auch lesen, Bilder. Wo am Ende kommen von wie ich schon viel hat. Viel Spaß und Zuschauen, danke fürs Einschalten. Viel Spaß. Falls mit Auto durch mit Mercedes-Benz Silica. Action. Action, Action, Action. Und das ist sehr schönes Ortsfeld von Poppenhausen, Kreis Schweinfurt. Cool, ne? Wunderschöne Ort. Wunderschön. So, links geht's nach Werneck und Eurebach, rechts ein Stoppschild und Bad Kissingen 50 mit Poppenhausen 1 Kilometer. 3 und dann nach Poppenhausen durch. Nach 600 Metern rechts abbiegen. Ein cooler und lustiger Ortname. Beides. Treffen sich zwei Hasen in Poppenhausen. Was machen sie da? Rechts abbiegen. Ah, wir müssen also rechts abbiegen. Na, die Ostereier verstecken. Ja, genau. 16 Tonnen. Also bis 6. Und so kommen wir nach Poppenhausen. Rechts abbiegen. Sollen wir noch einkommen in der Poppenhausen? Ich sag mal, das ist ein schöner Ort eigentlich, weißt du. Schöner Ort, auch einen coolen Namen und nach wie viel auch lustig hört. Ein sehenswerter Ort. Wenn man schon in der Nähe ist, muss man mal durchfahren. Poppenhausen, Kreis, Schweinfurt. Ach, das ist Umkreis Schweinfurt. Und das sind wir schon in Poppenhausen. Rechts ist eine Kirche, eine große Kirche. Rechts abbiegen. Danach erreichst du das Ziel. Naja, wir wollen woanders halt fahren. Schauen wir uns mal das Ort an. Und da vorne ist ein Brunnen. Statue. Also, da ich den Namen mal gelesen habe, Bad Kissingen fahren, wir haben Besucher, Bus, Bekannten, bewahrt, habe ich den Namen Poppenhausen bekannt, aber dachte, fahre ich mal vorbei. Das ist eine Geschichte. Mal durch. Rechts abbiegen, danach. Okay, da geht's dann hin. Warte, ich mach kurz einen Film. Mal kurz, mal schnell hier Bilder gemacht und Video gemacht. Das Anfangvideo. Jetzt haben wir weiter durchgestartet. Weiter geht's nach Bad Kissingen. Jetzt haben wir von Ortschild durch.
bis zum Ende, dann in die andere Richtung nach Bad Kissingen. Und Bad Kissingen ist noch ran zum Hauptbahnhof, Bad Kissingen ist ungefähr 17 entfernt, 15 Kilometer. Da links uns ist eine Schreinerei, Zimmerei Poppenhausen. Und Ortschild Poppenhausen haben wir verlassen. Und jetzt tun wir wenden. Oh, da ist es noch was, aber wir wenden jetzt hier. Bitte wenden. Oh, fahr vorbei, fahr vorbei, fahr vorbei. Fahr vorbei. Du musst hier wenden. Bitte wenden. Du musst hier wenden. Wollenfick. Und da kommt das Ort schon wieder. Poppenhausen, Kreis Schweinfurt. Bilder haben wir ja gemacht, deshalb kommen wir an des Videos, die Bilder. Wir können dann genau das Ortsschild sehen und das Vorderschild sehen. Und Rückseite das Ortsschild. Also wir sind jetzt in dem Bereich, wo es Richtung Schweinfurt geht. Jetzt können wir in den anderen Bereich Richtung Ding. Richtung Ding. Und hier ist 30er Zone oder sowas. Oh, allgemeinliche Praxis. Dr. Hermann, Hahnstraße 3. Arzt. Links ist ein Bauzaun, da wird was gebaut. Eine Garage. Ach, eine alte Scheune wird umgebaut. Nach 300 Metern rechts abbiegen. Da fahren wir ein bisschen so, wie gesagt. Anders. Das schickt uns wieder auf die Autobahn rechts zurück. Nein, das ist Autobahn. Jetzt kommen wir wieder auf die Autobahn und nebendran ist auch eine Landstraße. Guck, das ist der Maibaum. Maibaum, Kirche. Und jetzt fahren wir eine Landstraße entlang. Neben der Autobahn ist auch eine Landstraße gleich langfährt. Und da kommt man auch zu dieser Hemmdankstelle. Gleiche Wege. Nach 600 Metern. Das ist was mit Zeug. Kran. Da links ist ein Fußballplatz, ein kleiner Spielplatz. Rechts war es auch ein Turm. Das ist das Geschäft. Da ist ein Netto. Da rechts muss wahrscheinlich ein Friedhof sein. Ne? Da rechts ist der Friedhof. Da ist ein Netto-Discount. Und da vorne gibt es auch eine Tankstelle. Ja, da links sind halt der Opel Corsa ohne Nummernschild. Hm. Und jetzt fahren wir verlassen wir Poppenhausen B19. Links abbiegen. Oh, links abbiegen. Na, muss ich was erfahren. Poppenhausen. Und da vorne war ein X3 und da vorne war rechts. Das ist nicht frei, links ist frei. Rechts ist frei und raus. Und dann war schon oh, Poppenhausen verlassen. Und fahren nach Bad Kissingen. Bad Kissingen wird mir ein extra Video werden. Damit wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Schönen Tag, ja. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und die wollen heute auf den Thüringen-Treffen gehen. In Giebelstadt. Von K. Grill oder so. Mit dem Grill. Das zweite rum. Wünsche ich viel Spaß. Ich kann nicht kommen. Ich muss hören. Heute Pflicht besuchen. Da war das Bad Kissingen. Pflicht. Bye. Bilder, Video folgen. Jetzt der Abspann. Weiter mit dem Lächeln im Gesicht.
Wirklich so, ja. Oritulagus cunigudus. Ein Wildkaninchen.